Ja, Abu Nidje, der Trainer der Verlierermannschaft zu sein, ist bitter, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich kann tierisch stolz sein auf meine Jungs. Wir wussten, dass Victoria über Standards extrem gefährlich ist, aber bitter ist es überhaupt nicht. Ich bin tierisch stolz auf meine Mannschaft, tierisch, weil die Leistung war überragend. Wir haben hier, ich würde sagen, außer die ersten 15 Minuten das Spiel spielerisch komplett dominiert. Wir haben die besseren Chancen, die Vielzahl der Chancen, aber das ist halt der kleine Unterschied zwischen, sag ich mal, eine Halbprofi-Truppe und wirklich eine Amateurtruppe. Wir müssen unsere Chancen nutzen, dann sieht es hier ganz anders aus. Denn. Sah heute ein bisschen nach Leidenschaft gegen Abgeklärtheit aus. Die Abgeklärtheit war auf Victorias Seite. Was hat letztendlich gefehlt, um diese Eigenschaft zu durchbrechen? Ganz ehrlich, ich glaube, 2 Minuten mehr Nachspielzeit. Weil 3 Minuten Nachspielzeit war ein bisschen wenig aus meiner Sicht, obwohl der Schiedsrichter exzellent gepfiffen hat. Also daran lag es nicht. Aber wir müssen halt erste Halbzeit die Torchancen besser nutzen. Das auf jeden Fall. Und man kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben dann alles in die Waagschale geworfen und dann fehlt das Quäntchen Glück, dass dann der eine oder andere noch vielleicht reinrutscht. Oder 2 Spiele habt ihr jetzt auf jeden Fall noch in der Liga. Welche Schalter musst du jetzt noch umlegen, damit ihr noch dranbleibt an Hertha 03 Zehlendorf und jetzt nicht einfach Punkte liegen lässt? Als erstes muss man mal sagen, dass Hertha Zehlendorf eine tolle Truppe ist, eine tolle Saison spielt. Wir spielen meines Erachtens eine überragende Rückrunde und wenn man den Charakter der Mannschaft hier gesehen hat, dann sieht man, dass wir hundertprozentig gefestigt sind und wir wollen die 2 Spiele auf jeden Fall positiv gestalten. Ja. Danke, Abu.